An meinem ersten Arbeitstag meiner Lehre war ich recht neugierig und nervös. Aber ich habe mich gefreut auf das, was kommt. Die Umstellung von der Schule jetzt in die Lehre zum Arbeiten ist eigentlich recht gross, weil man jetzt wirklich anfängt, in der Praxis etwas zu machen. Aber genau das, finde ich, ist eben das, was die Lehre ausmacht und wo einem das Berufsfeld Informatik noch mal näher bringt. Weil wir 2 Tage Schule haben und 3 Tage arbeiten, finde ich die Balance genau optimal, weil dann kann man sich sozusagen wie 3 Tage in der Praxis austoben oder nochmal 2 Tage in der Schule, in der Theorie und ist dann perfekt nochmal ausgerüstet für die Praxis. Das besonders Spannende an der Lehre bei der IWB für mich ist, dass ich den Kundenkontakt haben und zu wissen, dass ich die Technik supporten kann, damit sie ihre Arbeit reibungslos abhandeln können. Etwas, was man sich am Anfang vielleicht eher denkt, ist nur ein Standort IWB. Und dabei tut man den ganzen IWB-Support an allen Standorten. Am liebsten habe ich, wenn ich ein Ticket bekomme und das Ticket eigentlich direkt lösen kann und weiss, hey, ich kann das Problem vom Kunden lösen. Der Tagesablauf bei der IWB ist eigentlich recht verschieden. Ich habe jetzt keinen festen Tagesablauf, dass ich mit dem Anfang, mit dem den Tag beenden. Oftmals starte ich einfach meine Tickets, die ich habe. Und je nachdem läutet gerade ein Kunde an, hat er nochmal ein Problem. Und dann nehme ich mich dann an. Etwas, was ich vielleicht nicht so gerne mache, ist das Telefon abnehmen, wenn die Kunden anrufen. Ich bin eher so eine Person, die lieber im Hintergrund sitzt, das Problem löst. Wir sind gerade an meinem Lieblingsort, das Lago. Ich finde es einfach toll, da hat man jegliche Gerätschaften, die man braucht, wenn man mal für einen Kunden etwas ausliefern oder installieren, dann kann man schnell hier runterkommen. Ist für sich allein, kann das Gerät umbuchen und mit aufnehmen. Das Team bei der IWB ist sozusagen die ganze Informatikabteilung, weil man eigentlich mit allen zusammenarbeiten muss. Ich finde das sehr schön und ich finde auch, dass man sich sehr gut austauschen kann zwischeneinander und auch zusammenarbeiten kann. In der IWB habe ich 2 Berufsbildner. Die Beziehung zu den Berufsbildnern ist eigentlich recht persönlich. Aber auch fachlich, also da tun wir uns klar fachlich austauschen, sind aber auf einer persönlichen Ebene.